Hallo Mitspieler, mein Name ist Low Riot und ich begrüße euch zur 87. Episode dieses City Skylines Snowfall Let's Plays. Ich habe in der Pause die Zeit ein bisschen laufen lassen, damit wir endlich mal die 60.000 erreichen. Circa eine volle Stunde, habe ein bisschen rumgeglotzt, ein bisschen gemacht und getan. Also wenig gemacht, ich musste ein Geothermie-Heizkraftwerk musste ich spendieren, weil einigen Leuten das ein bisschen kalt wurde. Ansonsten habe ich die Finger ruhig gehalten und ein bisschen beobachtet, was hier so passiert. Alles läuft, alles flutscht. Ja, und eine merkwürdige Sache ist mir aufgefallen, und zwar die Stromgeschichte. Ich habe hier zwei Kernkraftwerke, die mit 640 Megawatt, wenn sie auf 100% laufen. Moment, das stelle ich mal ein. Nur zu verdeutlichen, und ich meine... Ups, 100, 100, okay. So, jetzt laufen sie auf 640 Megawatt. Zwei Stück. Problem war, dass ich in der letzten und vorletzten Episode hatte ich den Strom, ich mach mal Pause, auf 50% runtergesetzt. Und nun die Quizfrage, wie viel Strom wird produziert? Wenn man im Hinterkopf hat, dass hier noch von den Dingern 7 Stück rumstehen, die auch im Schnitt, ich sag mal, 5 Megawatt machen. Gut, grundsätzlich sollte man doch annehmen, dass wenn hier diese Teile jeweils 640 Megawatt machen, wir die auf 50% laufen lassen, dass sie dann 320 Megawatt produzieren. Zusammen, mit anderen Worten, 640. Schauen wir uns mal den Stromverbrauch an. Das ist noch die alte Einstellung, 1322, als ich voll aufgerissen habe. Jetzt lasse ich mal laufen. 363. Wer von euch kann mir das erklären? Das ist doch mathematisch, ist das doch völlig inkorrekt. Eigentlich müssten das 640 Megawatt plus die Megawatt sein, die hier von diesen Müllkraftwerken kommen. Das stimmt hinten und vorne nicht. Warum eigentlich nicht? Das kann nicht sein, dass das hier 50% sind. Ich finde das merkwürdig. Ich finde das richtig merkwürdig. So, ich drehe mal wieder auf 100, damit hier nicht ihr Schrei aufhört. Da ist es. Nicht ihr Schrei. Hör ich bis hier. Alles wieder gut. Frage ich mich mal kurz. Ich werde mal ein Ding vom Netz nehmen. Haben wir dann 640? Oh, 640 plus die Mülldinger, 682, das scheint irgendwie hinzuhauen. Also im Schnitt machen die 5 Megawatt. Der ein oder andere macht hier 10, dann macht man einer 7, dann macht man einer 4. Aber das, ich weiß nicht, das haut irgendwie nicht hin. Dann machen wir das Ding mal wieder an. Wieder auf 1322. Auf 800. Ja, irgendwie komisch, Leute. So, haben wir noch ein bisschen Plus. Warten wir mal kurz, ob das auch so stimmt. Anscheinend, ja. Ja, ähnliches mathematisches Problem mit diesen Kreisen. Die Kreise sehen einigermaßen rund aus, sind sie aber nicht. Guck mal, hier oben habe ich doch so einen Nippel gelassen, der hier praktisch mit zum letzten gemalten Ring gehört. Da nehme ich mir doch jetzt mal hier eine kleine Straße. Nehme mir ihn. Hier gehe ich mal auf die Mitte. Gucken wir mal, der Abstand hier zu diesem Teil sind 230 Units. Stimmt auch, der letzten Ring, den wir gemacht haben, der war 230 Units. Das wird ungefähr hier dann ankommen. Ups. Hier, 230. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel mal hier eine Probe nehme, 236. Das haut überhaupt nicht hin. Was ist denn mit hier? 233. 233. Mit anderen Worten,
Die Kreise beulen sich so ein kleines bisschen aus. An und für sich müsste der Ring hier an dieser Stelle aufhören. Das heißt, müsste ein bisschen flacher sein. Find ich merkwürdig, Leute. Ja. Keine Ahnung, ob es euch auch so geht, ob euch da auch so was aufgefallen ist. Ich weiß ja nicht, was passiert, wenn ich das hier mal nachrechne. Diese Kraftwerke, ob das alles so stimmt. Mache ich vielleicht auch mal. Wie viel haben wir davon jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut, müssten wir 640 Megawatt Wärmeleistung haben. Na, das haut hin. Was ist... Ach, das kann ich ja nicht extern runternehmen. Da muss ich ja auch Wasser runterdrehen. Und wenn ich Wasser runterdrehe, auch nur 1%, dann ist ja das Wasser komplett abgestellt. Also Pumpen kann man nicht einzeln nivellieren. Ich denke, man kann noch eine Schippe drauflegen, dass die ein bisschen mehr produzieren, ein bisschen mehr saugen. Aber wenn ich auf 99% gehe, habe ich schon ein paar Mal probiert, passiert gar nichts mehr an den Pumpen. Das heißt, da ist dann sofort Feierabend. Juti, wir sind kurz davor. Und. Ja, jetzt machen wir schön einzeln. 91. 96, komm, 99 hast du auch noch, oder 98. Oh, komm. Yes. Ist nicht so einfach. Ah, 60.000, was los? Wo bleibt... Da ist er. Metropole, wir haben es endlich geschafft. Wir können uns die Kachel kaufen. Haben einen Flughafen, den kleinen. Gut, haben wir wirklich lange gewartet dieses Mal. Ja, bin ich aber jetzt auch nicht schüchtern. Ich kaufe mir sofort eine neue Kachel. Und zwar... Diese, jene, welche. Und zwar, was haben wir? Hier haben wir Öl, hier haben wir auch ein bisschen Erz, Agrar ist da, Wald ja sowieso. Kein Autobahnanschluss, keine Zugverbindung nach draußen. Schiff soll es geben, das ist ja die Route, die hier dran vorbeiführt. Ja, und Luft ist da, also können auch Flugzeuge fliegen. Ja, und auch Wasser für 22 Mille, her damit. Gut. Nächstes Etappenziel, hier unten 80. Und wenn wir diese 80 haben, dann können wir praktisch alle Fliesen kaufen, die hier drumherum noch sind. Das habe ich mir mit dem Mod freigeschaltet. Normal, im normalen Spiel bekommt man 9 Kacheln und dann ist Feierabend. Aber mit einer Mod-Erweiterung kann man diese 5x5 Kacheln komplett sich dann kaufen und dementsprechend eine größere Stadt haben, was ja auch mein Ziel ist. Juti! Dann heißt es... Hier oben. Ringe bauen. Eieieiei. Die dann auch bis hier ankommen. So lange gewartet, habe ich mir aber zwischenzeitlich auch überhaupt ja keine Birne gemacht. Wie? Gut, das können wir aber jetzt uns auch irgendwie erarbeiten. Erstmal würde ich sagen, räumen wir die ganze Ecke hier so ein bisschen leer. Hier ist ja unsere Wasserversorgung. Minus 40.000 fließen hier durch. Arbeitet im Negativbereich. Strange. Okay. Gut, wollte ich schon wieder den Rechenschieber rausholen und mal nachrechnen, was da eigentlich passiert, aber habe ich jetzt keine Lust drauf. Gut, wo setzen wir die Teile dann hin, dass sie erstmal nicht stören? Das wird wahrscheinlich auch hier oben irgendwo sein. Könnte Wasser gleich schön verstrahlen lassen. Dann leuchten unsere Sitze ein bisschen. Jo, würde ich sagen, hier oben eine Straße hin und da bauen wir die Teile dann ran. So, kriegen wir hier noch eine weggeflanschte Straße? Ich denke schon. Könnte gerade so klappen. Oder? Ist das hier schon brückig? Ja, sieht soweit ganz gut aus. Kleine Straße hier hin. Oh, Strom gekittet. Nimmt er das? Ja.
Oh, dann würde ich sagen, wo sind sie? Wir halten die Zeit an. So, wasserseitig ist mir das ein bisschen eng. Will ich das so haben? Meine, eins ist klar, irgendwann werde ich die Dinger auch wieder verschieben müssen, weil ich hier mit der Stadt ankomme. Aber ich glaube, für die nächsten paar Episoden sollte das doch reichen. Mal bitte. Und zwar verketten wir die erstmal alle so. Und so. Bestromung wäre toll. Und da könnt ihr euch das hier gleich von der Quelle holen. So, dann machen wir den hier noch. Weil hier rüber war ein bisschen schwierig, oder? War das schwierig? Oder zähle ich da einfach nur? Nee, war ja nicht schwierig. Dann können wir nämlich den Quatsch hier abreißen, oder? Okay, dann lassen wir mal laufen, mal sehen, was passiert. Große Lupe auf die Stadt, ein paar Totenköpfe. Steht eine Sterbewelle an, sollte ich da was wissen. 450 ist ein bisschen erhöht. Stadt hat mal wieder ein klein wenig Fieber. Ja, sollten wir mal im Auge behalten. Gut, aber das Umlagern des Wassers hat wohl funktioniert. Dann können wir hier den Strom auch wegnehmen. So, dann haben wir hier noch Autobahnmeistereien, bisschen Feuerwehr, ein bisschen Polizei. Ja, wollen wir die Bahn umfrickeln, dass die Bahn aus einer komplett anderen Richtung kommt? Wenn ja, von wo? Jetzt schon überall so ein bisschen an der Ränder. Wäre schön. Ich glaube, ich lege hier noch ein bisschen Schiene lang. Und lass die Bahn dann hier oben irgendwie. Oh, komm, ich glaube, ich könnte gleich auch eine dickere Straße nehmen, weil hier ist ja auch eine ganze Menge Verkehr, weil die ja hier zu diesem Bahnhof wollen. Und wenn dann noch eine Züge fahren, ich glaube, das wird ein bisschen eng. Machen wir erstmal völlig unüberlegt bis hierhin. Mal den dicken Klotz hier. Das haut hin soweit. Eigentlich schon, oder? Joa, die müssen wir trotzdem hier auch wenden können. Darf man ja nicht vergessen, halt, dann bauen wir da noch einen kleine Auswuchtung irgendwie ran. Mit hier unsere Bahnlinie nicht ins Stottern gelangt. So, wir haben ihn hier. Ich glaube, wird dann langsam Zeit, hier mal irgendwie ein bisschen
Feuerwehr und Polizei in die Ecke zu drücken. Ah, das kommt ja auch alles von hier. Das soll ja hier auch alles irgendwie weg. Feuerwehr, Busdepot, Straßenmeisterei, Straßenmeisterei. Hier zufällig gerade leer, ne. Macht euch mal leer. Die müssen noch nicht zwingend weg, weil der Ring wird ja ungefähr hier lang gehen. Aber was wir weg haben, haben wir weg. Zentralen Punkt für öffentliche Verkehrsmittel. So, ich werde die mal hier ranhauen. Einmal hier. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Die Polizei. Nächste Polizei ist hier unten. Das dürfte. Ja, das reicht hier bis an die Brücke ran. Versetze ich ihn hier nochmal. Gut, das ist nicht ganz so kostengünstig, das hätte man noch anders lösen können, aber wir schwimmen ja sozusagen am Geld mit unseren 118 Dollar Einnahmen. Das ist auch ein Geschwanke. Mal plus 20.000, dann mal wieder minus 5.000. Das ist schon echt merkwürdig. Okay. Noch irgendwas, was wir hier verschlimmbessern müssen? Glaube nicht. Irgendwas, was hier oben Strom benötigt oder so. Ja. Jojo. Und zwar ihn hier. Das Zeug kann weg. Ja, dann können wir hier auch Rückbau machen. Diese eine Auffahrt. Ich glaube, die brauchen wir dann hier auch nicht mehr. Kann auch alles weg, weil hier muss ja erstmal keiner mehr raus. Ups, ups, da war noch was, aber das können wir eh umbauen. Fällt uns nicht mehr. Wird neu gemacht. So. Alles schön leer hier. So, und das Ding biegen wir einfach hier mal dran irgendwie, oder? Du fürchte, wenn ich hier abreiße, muss ich das Autobahnkreuz wieder von oben abdecken, damit ich dann hier wieder ranmalen kann, bevor das wieder irgendwelche Probleme gibt. Kann ich da ein bisschen cutten oder so? Ja. Jo, das hier sind Autobahnabfahrten, die es zu ersetzen gilt. Hier verquicken. Und dann geht ihr hier ran. So, und das alles muss ich umdrehen. Und dann klappt so mit dem Nachbarn, wie man in der Werbung sagt, oder?
hier ist die Bahn dann relativ überflüssig. So, ihr seid beide leer, das geht schön fix. Jo, wohin möchten wir denn jetzt deponieren? Ich glaube, wir packen den einfach mal hier mal dran. Machen wir hier oben noch ein bisschen Space. Ne, da ist Schiene und da ist Wasser. Das ist mir auch zu nah am Wasser. Nicht wegen der Verschmutzung, weil er sonst einfach den Strand wieder so ein bisschen aufkippen muss. Das finde ich das nicht schön. Wird uns das hier den Verkehr ein bisschen verstopfen? Möglicherweise. Aber es garantiert uns, dass diese Strecke als erste geräumt wird. Will ich mal annehmen. Achso, und das Ding müssen wir wieder abstellen. Genauso wie hier. Damit es beim nächsten Schneebefall auch funktioniert. Jo. Also jetzt sparen wir uns dieses Icon. Ja, und Schiene ab hier können wir eigentlich auch in den Fluss werfen. Ja, würde ich sagen, erfolgreich umgebaut. Ja, und an dieser Stelle machen wir auch einen kleinen Zwischenstopp. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr diesem Projekt noch ein bisschen länger beiwohnt. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre auch super hilfreich. Und wenn ihr Fragen habt zu diesem Let's Play, benutzt ihr bitte den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.